unser Bike-Setup. Wir fahren hier auf La Palma, beide mit unseren Open Wide. Relativ ähnlich die Räder, aber so ein paar Unterschiede gibt es doch. Und ja, mit 40 mm Reifen statt mit den Mountainbike-Reifen hier beim Open Wide. Und auch nicht mit schmalen Rennradreifen. Diese 40 mm Reifen scheinen für uns so die ideale Form zu sein, auch ein bisschen Gravel hier mit einzubauen. Und ja, wir haben viel, viel rangebaut hier ans Rad, inklusive Kameratechnik. Und ja, ich glaube, das ist ganz interessant, sich das mal anzugucken. Dann fange ich jetzt mal mit meinem Rad an. Das Open Wide kennt ihr schon aus vielen anderen Videos. Kurkuma Gelb ist eine individuelle Lackierung. Die habe ich deshalb gewählt, damit das besonders gut zu dieser Bank hier auf La Palma passt. Ist tatsächlich ganz lustig, dass das fast Ton in Ton ist. Hier auf La Palma ist es ultra steil und normalerweise nutze ich dieses Rad ja hauptsächlich im Wald bei uns im Deister, wo es auch sehr steil ist. 15% Steigung sind da keine Seltenheit. Hier ist es fast die Regel. Deswegen hier vorne 40 Zähne, hinten die Mountainbike-Schaltung, wie ihr es schon aus vielen anderen Videos von uns kennt. SRAM Eagle 10 bis 50 habe ich hier noch. Das geht ja mittlerweile sogar bis 52. Für mich reicht das aus, 10 bis 50. Vorne die 40 Zähne, damit komme ich hier überall hoch. Ja, und das Steilste, was wir jetzt hatten, waren mal 27, 28% für ein paar hundert Meter und die konnte ich damit noch gut hochtreten. Anders als in meinem Mountainbiking Deister Setup habe ich jetzt hier einen 700C Laufradsatz drauf und zwar einen super leichten Ninefold Anat 700 von Ninth Wave. Ist ein super, super leichter Laufradsatz, hat aber auch ein bisschen Felgenhöhe, sieht damit auch ein bisschen ja, aerodynamischer, auch ein bisschen flächiger aus und darauf fahre ich jetzt hier einen 40 mm Reifen. In meinem Fall jetzt mal der Maxxis Velocita. Ich hoffe, das spricht man so aus. Man kann ja aber auch den Refuse nehmen. Warum die 40 mm? Wir fahren natürlich sehr, sehr viel Asphalt hier, aber es gibt auch oben in der Höhe so ein paar schöne durch den Pinienwald gehende Waldwege, die man auch ja, mit dem Gravelbike fahren kann. Das heißt, hier habe ich jetzt ein Setup, ja, was mit dem Slick ist, was sehr, sehr schnell ist auf der Straße. Ich habe auch mal die Zeiten verglichen gegenüber Rennrad, da verliert man nicht viel. Und ist natürlich auch super komfortabel unterwegs, wenn die Straßen mal nicht so gut sind. Ja, und ich kann trotzdem mal ja einfach abbiegen in den Waldweg rein. Und ja, das macht es hier aus. Und hier geht es ja jetzt auch nicht auf die letzte Sekunde, weil es geht sowieso immer nur berghoch, bergrunter. Das heißt, so auf der Ebene, wo ein Rennradlaufradsatz oder ein Aero-Laufradsatz Sinn machen würde, die gibt es hier halt gar nicht. Ja, jetzt zu den ganzen Anbauteilen. Ja, der Vollständigkeit halber kann ich ja nochmal sagen, ich fahre hier einen MCFK-Lenker und auch diesen MCFK-Carbon-Vorbau. Und auch die MCFK-Sattelstütze, das habt ihr in anderen Videos schon gesehen. Damit ist das Rad sehr, sehr leicht. Ohne das ganze Zeug dran bin ich jetzt bei 7,7 Kilogramm inklusive Pedale und inklusive Garmin-Halter bzw. Wahoo-Halter. Ich fahre immer mit dem Garmin Varia Radar. Das habt ihr jetzt auch schon in vielen Podcast-Videos von uns gesehen. Auch Dan hat da tolle Videos zu gemacht, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe mir hier fest installiert den Halter, also nicht diesen Gummihalter, der mitgeliefert wird, sondern es gibt optional so einen Halter, den man auch verschrauben kann. Den habe ich hier verschraubt. Nicht mit zu viel Klemmkraft, weil hier oben an der Sattelstütze darf ich nicht zu viel Klemmkraft benutzen. Carbonstützen darf man natürlich nur hier unten etwas fester klemmen mit den 5 Newtonmeter. Hier oben, das ist sehr, sehr leicht, aber durch das Gummi sitzt es trotzdem fest. Ich habe es nur ganz, ganz leicht angeschraubt. Also da vorsichtig sein, wenn ihr das anschraubt. Als Frontlicht kommt, wie auch schon in vielen anderen Videos zu sehen, die Lupine SL AF7 zum Einsatz. Das ist immer dann, wenn wir eine sehr lange Tour machen und nicht wissen, ob wir abends pünktlich nach Hause kommen, dann fahre ich die halt den ganzen Tag spazieren, dann mit dem Tagfahrlicht, so wie es jetzt hier auch leuchtet. Beziehungsweise abends geht die dann automatisch in den Abblendmodus. Hier oben ist die kleine Fernbedienung, mit der ich dann das Fernlicht auch einschalten kann. Wenn ich unterwegs Videos drehe, habe ich dann die GoPro hier mit so einem K-Edge GoPro-Halter dran. Den habe ich sozusagen falsch rum nach hinten orientiert, montiert, sodass ich hier diesen Blick nach vorne über den Lenker habe. Diesen Bildausschnitt, den seht ihr dann in den Vlogs, wo dann vorne der Tacho so ein bisschen zu sehen ist, rechts und links die Bremshebel. Kommen wir zu den Trinkflaschen. Ihr seht hier drei Trinkflaschen. Unten habe ich das Fitlock Magnetsystem, das heißt, das ist dieses System, wo ich per Magnet
die Flasche anbringen kann. Hier ist allerdings gar kein Wasser drin, sondern hier habe ich mein Werkzeug drin. Ich zeige das nur kurz hier von oben. Da ist die Luftpumpe, CO2-Kartusche, Geld und so Kram alles drin. Alles, was man so braucht. Schraubenschlüssel, damit ich ein bisschen mehr Platz in meiner Frameback habe. Ja, jetzt wundert ihr euch, warum ich hier oben nicht Fitlock habe. Ja, manchmal nutze ich auch die Fitlock-Flaschen hier, gerade im Gelände. Aber hier brauche ich auf La Palma für die 5-6-Stunden-Fahrt einfach mehr Wasser. Und manchmal sind auch keine Kioske oder ähnliches in der Nähe. Gerade wenn man oben auf dem Roque de los Muchachos fährt, fährt man 3 Stunden berghoch. Das heißt, da nutze ich wirklich ja den Vorteil, dass ich hier eine 950 Milliliter Flasche reinpacken kann. Das ist so eine Elite Fly Flasche, die gibt es bis zu 950 Milliliter. Hier vorne ist die kleinere 750 Milliliter drin, aber hier würde auch die große noch passen. Mit dem seitlichen Eingriff habe ich hier die Specialized Cases, die erlauben, die Flasche seitlich hineinzupacken, weil gerade wenn ich die 950 Milliliter Flasche hier vorne reinpacke, dann muss ich hier seitlich reingehen, damit man nicht mit der Frameback ins Gehege kommt. Und ihr seht, die große 950 Milliliter Flasche, die passt hier gerade so noch rein. Dann fahre ich meistens mit der 750 hier vorne und 950 hinten. Aber wenn die Tour ganz lang ist, nehme ich 2 950er Flaschen mit. Zu den Taschen, die ich am Bike angebracht habe. Ja, die Apidura Frameback ist eigentlich die ich jetzt immer benutzt habe. Mehr brauchte ich bisher auch nicht. Dadurch, dass ich das Werkzeug hier unten habe, habe ich hier wirklich viel, viel Platz. Hab da meine Riegel drin, Maske, alles was man so braucht. Hier die Gore Shake Dry Jacke, die braucht man immer, wenn man in die Höhe kommt, wird es halt immer kalt, wenn man die Abfahrten hat. Und ja, Riegel drin, sehr geräumig und auch mal eine Kamera. Und selbst die kleine DJI Mavic Drohne passt hier rein. Die Mavic Mini 2 habe ich hier drin mit Fernbedienung. In dem Fall muss ich aber dann die Jacke hinten in die Trikottasche packen. Das heißt, damit bin ich jetzt bisher immer ausgekommen. Der Vollständigkeit halber zeige ich aber euch mal nochmal die Taschen, die ich sicherheitshalber mitgenommen habe, falls wir noch längere Touren machen. Das ist die Ortlieb Frameback. Die wäre dann noch länger, da würde dann noch mehr reinpassen, habe ich bisher noch nicht gebraucht. Dann die Top Tube Bag von Apidura, die man hier aufs Oberrohr schrauben könnte, habe ich jetzt auch noch nicht gebraucht. Da hat man noch mal einen Liter Platz, ja, könnte man oben seine Kamera auch noch ein paar Riegel reinpacken. Die ist auch ganz praktisch, habe ich aber auch nicht benutzt bisher. Und für ganz lange Touren oder wenn das Wetter mit Regen und sonst wie für Wechselklamotten und so weiter, hätte ich hier auch noch eine Arschrakete, die ich auch eine Ortlieb, die ich hier hinten dann anbringen könnte, dann müsste ich das Radar weiter nach unten verschieben. Noch eine Kleinigkeit, die ich auch dabei habe, die ist dann gut, wenn man mal kurz was einkaufen will mit dem Fahrrad. Einfach diesen kleinen faltbaren Rucksack von Apidura, den finde ich ganz cool. Den kann man hier hinten einfach irgendwo am Rahmen ankletten und wenn man den auspackt, mal gucken, ob ich das mit einer Hand hier hinbekomme. So, einmal noch nach links drehen. So sieht er dann ausgeklappt aus, hat hier bequeme Schultergurte und auch noch seitliche Taschen, wo vielleicht eine Trinkflasche oder auch noch Gels reinpassen und so weiter. Damit kann man sich dann unterwegs auch nochmal versorgen oder einfach den Einkauf nach Hause bringen. Als Fahrradcomputer halt habe ich hier einen K-Edge Combo Mount, unten drunter GoPro Mount, in diesem Fall für die Lupine und obendrauf kann ich den Garmin anbringen. Ich habe jetzt hier den XL Mount, einfach einen großen Mount, weil ich hier viele Fahrradcomputer teste. Das ist der Garmin Edge 830. Ja, den Element Roam kann ich anbringen mit diesem kleinen Puck-Adapter, nennt er sich, von Wahoo, der letztendlich den Wahoo-Anschluss auf Garmin adaptiert. Das heißt, den kann ich dann auch hier drauf anbringen. Sieht auch gut aus. Dann habe ich jetzt hier im Urlaub auch das erste Mal den Karoo 2 getestet. Der passt hier auch drauf. Ist ein bisschen lockerer als die Garmins. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja, und zu guter Letzt auch noch den großen Garmin, der 1030 Plus. Den habe ich hier jetzt auch nochmal getestet. Sieht auch ganz gut aus. Ja, so viel zu meinem Setup. Ja, mit dieser Besonderheit, die 40 mm Reifen hier auf der Insel und natürlich der Besonderheit, dass ich da viele Fahrradcomputer anbringen kann. Das ist jetzt für euch vielleicht nicht so wichtig, aber für mich, ja, ich habe da jetzt ein bisschen Tests gemacht. Da kommt auch auf jeden Fall was, entweder ein Video oder auch im Podcast werde ich mal drüber sprechen. Ja, meine Erfahrung jetzt mit Garmin habe ich lange nicht mehr benutzt und das hat alles so ganz gut funktioniert. Und auch der Karoo 2 haben auch schon viele nachgefragt, werde ich auch was zu sagen können. Und jetzt schwenken wir mal rüber zu Dancebike. Und natürlich harmoniert dieses Orange viel besser mit dieser gelben Bank. Thank you.
wir mal zu meinem Rad. Laufräder, gleiche Felge, Ninefold von 912 mit DT Swiss 180er Narbe, aber ein anderer Reifen. Der Schwalbe G1 in der gleichen Breite wie bei Ingo, 40 mm. Unterschied, 2 Zähne kleineres Kettenblatt, 38 Zähne, größere Kassette, 52 statt 50 Zähne. Ja, und was bei mir auch anders ist, ich habe hier noch zusätzliche Blips installiert, um die Schaltfunktion, die ich am Hebel habe, auch für den Oberlenkergriff zu haben. Also hier einfach draufdrücken. Das habe ich einfach mit Klebeband hier fixiert, weil die Originalhalter waren mir etwas sperrig. So kann ich eben, wenn ich die Oberlenkergriffposition habe, auch einfach mit dem Daumen hoch und runter schalten, brauche nicht umgreifen. Ganz normaler Flaschenhalter, was ein kleines Problem gibt, dass ich diese Flasche während der Fahrt so nicht rausziehen kann. Da brauche ich ein bisschen Zeit, um die zur Seite rauszunehmen. Und dann tausche ich sie mit der Flasche. Aber ihr seht schon hier an dem Flaschenhalter versteckt ein kleines Mini-Werkzeug zum schnellen Zugriff von Specialized. Finde ich extrem cool. Ja, Thema Flaschenhalter. Hier drunter auch ein Flaschenhalter angebracht. In dem Fall ein Gorilla Cage von X-Lab, der wahnsinnig fest erhält, weil ich hier immer Sorge habe, dass das rausfliegt. Und diese Box, die ich mir hier rausgesucht habe, ihr seht schon, die hält auch richtig fest. Die hat hier so einen Reißverschluss. Und da habe ich mein ganzes Ersatzkram einfach reingepackt. Brauche ich nicht drüber nachdenken. Das heißt, hier befindet sich eine kleine Pumpe, Reifenheber. Und alles, was so klappern kann, habe ich hier noch so ein bisschen in so Taschentücher gepackt. Und ich habe auch einen kleinen Tubolito-Ersatzschlauch da drin. Ein Schlüssel noch für ein Ventil. Und ja, das ist hier mein Setup. Mein absoluter Favorite für diese Touren ist diese Apidura Rahmendreieckstasche. Die ist identisch, wie sie Ingo drin hat auch. Ich habe aber hier die beiden Schnallen abgemacht. Ich habe hier einen einfachen Klettverschluss dran gemacht. Verschrammt immer hier so ein bisschen der Rahmen, habe ich nur eine Schnalle dran. Hier oben eine Oberrohrtasche von Silka, die verschraubt ist. Diese Tasche ist aus dem Sortiment genommen worden. Die hat ein kleines bisschen Probleme mit dem Reißverschluss ab und zu. Ich wollte sie jetzt aber nicht komplett wegschmeißen. Die Tasche mit einem Klappmechanismus würde ich da jetzt eigentlich bevorzugen. Ja, noch zwei Sachen, die identisch sind. Hinten benutze ich auch das Varia, allerdings mit einer Halterung, die serienmäßig dabei ist, mit dieser Gummilasche. Auch identisch mit Ingos Fahrrad, ein K-Edge-Halter, wo ich oben den Garmin dran habe und wenn wir abends fahren, habe ich hier drunter die Lupine dran. Kommen wir jetzt aber zum größten Unterschied. Ich benutze in dem Fall hier keine GoPro-Kameras an meinem Rad. Ich habe hier zwei Kameras, die ich wahlweise montiere. Jetzt habe ich beide montiert, aber ich fahre eigentlich immer nur mit einer Kamera. Hier oben seht ihr die Insta360 R1R mit zwei Linsen, um 360-Grad-Aufnahmen zu machen. Die sind in einem Cage und ich habe hier ein Verlängerungsstück reingesetzt, um die Kamera höher zu bringen. So sehe ich den Tacho und auch ein bisschen Lenker und die Straße. Und befestigt habe ich das Ganze an diesem kleinen Teil von Pro. Ich habe also die Kappe für die Vorbaumontage entfernt und habe diese Kappe ganz normal ausgetauscht und kann dann hier dieses Stück einfach hier ranschrauben und kann den Winkel so einstellen, wie ich ihn gerne hätte. Wie gesagt, die mache ich mal dran und mal wieder ab. Wenn ich sie abmache, verschwindet sie hier in der Apidura Seitentasche. Ja, wenn ich noch Aufnahmen in höherer Qualität haben möchte, habe ich auch eine weitere Insta360 Kamera hier vorne dran. Hier ist auch ein kleiner ND-Filter dran, das seht ihr schon, diese abgetönte Scheibe. Und das Ganze ist in einem Case von Small Rig. Und ich kann diese Kamera auch schnell rausnehmen. Ich zeige euch das mal. Einfach so öffnen, rausnehmen. Dann habe ich eine ganz normale Kamera für Fotos. Und wenn ich sie wieder am Lenker haben will, einfach öffnen. Rein damit. Und dann schnappt das hier rein. Von diesem Cage bin ich ganz begeistert. Ihr seht, ich habe die Kamera nicht direkt dran. Ich habe hier so einen kleinen Bogen noch dran gemacht. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen. Da kriege ich eine bessere Position von der Kamera hier vorne. Das ist zwar die Insta360 Kamera, aber als Modul vorne ist ein 1-Zoll-Sensor mit einem Leica-Objektiv. Da ist die Kameraqualität dann schon außerordentlich gut, deswegen hier ein anderes Objektiv. Ein Video, was ich für Bicool hier aufgenommen habe mit dieser Kameraqualität, kommt auch noch. Bleibt dem Kanal treu, abonniert den vielleicht. In 1, 2, 3 Wochen wird dieses Video auch für euch kommen. Ja, so viel zu unserem Bike-Setup. Ja, wie ihr seht, gleich und doch ein bisschen unterschiedlich. Ich hoffe, da war das ein oder andere Interessante dabei. Wir verlinken mal alles, was wir verlinken können, unten in der Beschreibung. Also Sachen, die es bei uns gibt, Sachen, die es woanders gibt. Mal gucken, was wir so finden an Links. Also guckt unten in die Beschreibung rein. Einen Unterschied haben wir noch. Dan fährt immer in Jeans und T-Shirt. Und ich fahre jetzt in den Fahrradklamotten los. Heute tatsächlich eine kleine Gravel-Runde. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen von deiner Seite aus?
Unsere Räder sind ramponiert aus. Dein Lenkerband ist schon komplett zerfleddert, meins ist schon komplett zerfleddert. Ja. Also die Räder werden jedenfalls hier echt hart rangenommen. Sind ganz schön am Limit und auch schon nicht mehr ganz sauber. Wir haben viel, viel Spaß und ich hoffe, ihr auch. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Dann die Top-Tube Black, dann die Top-Tube Back, dann die Top-Tube Back von Apidura, die man oben aufs Oberrohr schrauben kann. Dann die Top-Tube Back. Ja, so viel zu unserem Bike-Setup. Ihr seht, ich fahre hier auch mit Fahrradklamotten rum. Wenn wir jetzt, wir fangen. Ich fahre immer mit Jeans. Ja. Das so. Kannst du in die Outtakes machen. Wirklich eine kleine Gravel-Runde und ja. Wünscht uns viel Spaß. Jetzt kommt ja noch eine Fliege.